Ja, wer sagt was? Fang an. Ja gut, wer sonst, ne? Genau. Moin, ihr lieben Santiano-Fraggles. Wir sind hier heute in Ilsenburg. Das musste ich ganz toll üben, damit ich das ja nicht versaue heute Abend. Und ja, wir haben viel zu tun gehabt irgendwie die letzten Tage und melden uns quasi erst jetzt wieder mit einem guten Video. Und ja, wir sind hier Backstage, quasi so richtig Backstage. Hier vorne ist gleich der Bühnenaufgang. Wir sind quasi auch am Schnittplatz dieser Videos, die immer rechts und links laufen. Genau, das zeige ich euch jetzt mal. Das ist auch die Harzlandhalle hier. Also ich stehe irgendwie ein bisschen im Weg. Ich versuche das mal vernünftig zu machen. Hier wird das zusammengeführt, was die beiden Kameramänner mit ihren Kameras aufnehmen. Und hier sitzt dann der Fabian und schneidet das Ganze dann live auf die beiden Leinwände links und rechts über der Bühne. Ja, und wenn wir mal sehen lassen wollen, wie Fabian aussieht, wenn der so richtig sauer ist, dann würde ich jetzt hier einfach mal an diesem Regler so ein paar Sachen umprogrammieren. Und dann, vor allen Dingen dann nach dem Krieg zusammenscheißen, warum das nicht geklappt hat. Ja, guck mal, solche kleinen Tricks haben wir drauf, um die Jungs auf Trab zu halten. Ja, sonst kommt Langeweile auch. Ja, ne? Ist wirklich wahr. Harzlandhalle hier, ich glaube 1700 Leute ausverkauft. Einlass hat begonnen, also ja. Die Halle füllt sich langsam. Deswegen müssen wir uns ja auch hier so ein bisschen hin verpiesen. Genau. Ja, Björn hat es ja schon gesagt zu gestern, es war so viel Trubel, wir hatten ja die Santiano-Kids da und Brings war auch noch da, wir haben es einfach nicht geschafft, da ein schönes Video zusammenzustellen. Wir sind auch ein bisschen down, der Timmy und ich, uns hat es ein bisschen erwischt, das heißt, also, wir müssen, komm zu mir, mein Digga, dich erwischt das sowieso noch wieder. Aber das ist keine Entschuldigung, es war wirklich unglaublich viel Trubel heute, aber heute bekommt ihr eins. Wir sind relativ fit, haben auch richtig Lust. Und bin gespannt, wie es wird. Die Bühne ist, nein, nicht die Bühne, sondern die Zuschauer sind ziemlich weit auseinandergerissen. Links und rechts ganz viel Stuhlreihen, ganz weit außen. Mal sehen, wie wir die zu packen kriegen. Aber ich vertraue da ganz Björn. Ja, wieder, das bleibt wieder alles an mir. Bleibt wieder an ihm hängen. Ne? Ich stehe ja meistens ganz rechts außen und beobachte ihn dabei, wie er versucht, die Truppe in den Griff zu bekommen. Macht er meistens sehr gut. Es ist wirklich, wir haben so eine toll erfolgreiche Serie im Moment hinter uns. Und wir sind super froh. Also, ne? Damit die Hochladerei nicht 35 Stunden dauert, sollten wir jetzt langsam ein Ende finden. Richtig, genau. Ne? Ihr Lieben, wir haben noch ein paar Dinger vor uns. Wir freuen uns auf morgen. Nicht nur, weil wir da in Chemnitz spielen, sondern weil wir dann wissen, wir haben einen Tag frei danach. Der ist mit Reisen verbunden. Also, aber trotzdem, man kann ein bisschen entspannen und man weiß, man hat abends keine Show. Das ist im Winter, wenn man ein bisschen erkältet ist und nach vier Dingern auch wirklich nötig. Ja. Richtig. Und wir wünschen viel Spaß. Richtig. Tschüss. Hau, bis bald. Tschüss. Zack, ahoi.